Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Red Dead Redemption Undead Nightmare. Beim letzten Mal haben wir den Friedhof gesäubert und dann hatte ich gemeint auch noch, dass wir denn ja danach hier Dinner for Two die Mission machen könnten. Das ist Armadillo und da ist auch der Status unbekannter, um nämlich an, müssen wir auch dann erstmal die Stadt säubern, aber das ist ja kein Problem. Wir haben jetzt ein neues Pferd, seitdem unser Untotes durch einen Fall von aus einer Höhe gestorben ist. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Eigentlich ist das ja nicht so mit der Definition von Untot vereinbar. Die sterben ja nur durch Kopfschüsse eigentlich. Naja, vielleicht ist es blöd auf den Kopf gefallen. Oder dieser eine Punkt, der im Kopf ist, der nicht berührt werden darf, ist berührt worden durch den Fall, weil der die Schädeldecke... was weiß ich. Ich versuche mir nur was zusammenzureimen. Hallo? Die Anzeige soll mal kommen. Wow. Dich habe ich gar nicht gesehen. Hallöchen. Ja, jetzt kann ich mit den Überlebenden reden. Ich wollte gerade weiterreiten. Ach verdammt, hier sind zu viele. Ihr seht schon, hier ist auch die Sicherheit des Ortes dann ein bisschen schwieriger zu erlangen, weil es einfach, wow, deutlich mehr gibt an Kreisen da oben. Hilfe, 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 Hilfe. Moment, nein, falsche Taste. Medizin, da haben wir es. So, jetzt sind die Symbole hier auch geladen. Wir haben übrigens einen Patronengurt, was ich sehr praktisch finde. Ich habe doch gerade Medizin genommen. Ah, okay, die Anzeige wollte nur nicht ganz so schnell. Hallo. Das ist doch mal ein bisschen actionhafter auch als die letzte Stadtbefreiung. Hallo, Kumpel. Das war mal noch ein weiterer Kumpel. Ich versuche dich mal, den hier mal zu beschützen. Was machen die ganzen Frauen, die ganzen weiblichen Zombies sind total leicht bekleidet. Wären das hier keine Zombies, sondern so in Anführungszeichen normale Frauen, nicht, der Unterschied ist ja nicht sonderlich groß, dann würden ganz viele Leute sich beschweren, dass das übersexualisiert ist. Da bin ich mir ganz sicher. So, jetzt die restlichen Überlebenden noch fertig machen. Manchmal drückt man hier mit der Schrotflinte aber auch zu oft ab. Das ist irgendwie nervig. Ja gut, meine Schrotflinte auf eine Reichweite. Es geht doch. Ist machbar. Jetzt würde ich gerne hier ein paar Leichen durchsuchen. Haben die alle keine Munition dabei? So, hier drin ist auch noch eine Kiste. Hoffentlich ist da ein bisschen mehr Munition drin. Immerhin. Wie viel haben wir jetzt noch mit der Schrotflinte? Auch nicht mehr so viel. Wir hatten, glaube ich, 80 Schuss. Jetzt haben wir 30. Jetzt haben wir jetzt wahrscheinlich nicht alles direkt hier verbraten, aber ja. Eine ganze Menge. Ist hier jetzt doch direkt viel heller geworden, oder? Gucken wir uns doch mal hier so ein von mir als übersexualisiertes, bezeichnetes, weibliches Wesen an. Gucken wir uns das nochmal an. Wie über... Gut, das ist jetzt nicht absichtlich. Wie übersexualisiert ist das denn? Seht ihr? Das Gesicht, die Persönlichkeit quasi. Gar nicht relevant. Schon mal weggeschossen. Ja gut, der Ausschnitt sah größer aus, als man noch nicht rangezoomt hat. Ist ja meistens so. Ich weiß jetzt nicht, was ich da irgendwie beweisen wollte. Keine Ahnung. Find's auch gar nicht persönlich schlimm. Find, das ist... ein künstlerisches Medium, das spiegelt die Gesellschaft wider. Die Gesellschaft ist sexistisch. Dann darf man das auch gerne darstellen. Zudem, selbst wenn es nicht so wäre, ich finde das nicht schlimm. Öffnen wir mal den Behälter. Hm.
Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, was für Munition das war. Irgendwie habe ich nicht genug drauf geachtet. Aber gehen wir doch mal zur Mission da hinten. Nein, hier ist auch noch eine Kiste. Gut, dann nehmen wir auch noch diese Kiste mit. Na, das ist doch mal ein bisschen besser. Revolver-Munition. Und da kommt man, glaube ich, mit einem gezielten Sprung auch hoch. Ja, auf die Bank. Gut, dass man auf das Dach der Bank so schnell hochkommt. Und da ist auch nochmal Munition für den Revolver. Das ist gut. Nicht ins Feuer. Ah, wir brennen. Durch Feuer zu sterben ist übrigens gar nicht so einfach. Das dauert ziemlich lange. Also keine Sorge. Es ist halt nur ein bisschen nervig, weil man dabei nicht schießen kann und sowas. Boys, she didn't give me a whole lot of choice. Hello, John. Welcome to paradise. Hello, Marshall. Might have known you'd survive. What's going on? Do I look like I commune with the undead? Well, no. Well, then how would I know? My job is to take care of the folk who live here. Oh, you heard that one. How's that going? How's that going? Well, let me put it to you this way. Cattle rustling and bank robbery are at an all-time low. But murder, blood drinking, and psychotic episodes seem to be somewhat prevalent. Either that, or I'm dreaming. That's what I'm hoping, too. How was it getting in here? It was crazy. Oh, they must be hiding again. They come in and then just disappear. Town's been nearly overrun a couple of times. Now we're low on ammunition, and I'm two men down. I'll help you clear the place out if you like. You're a good man, John Marston. But before that, I'm gonna need my deputies back. What happened to them two clowns you had before? Gone? Maybe. I sent Jonah off to look for Eli. They've both been gone for several hours now. Who'd want to eat one of them? That's a good question. Where'd you send them? Out near the general store. Jonah's got one of these new guns. I'm sure he can't run into any trouble. These things, they'd stop an elephant. Thank you. No, thank you. I'm sure you got your own troubles. Ja, die haben wir, aber eine abgesägte Schrotflinte. Da sagen wir trotzdem nicht nein. Dann suchen wir die beiden mal. Jonah und Eli. Und warum da gerade, das ist eine gute Frage, schon weiß ich nicht. Das waren eigentlich nur Untertitel aus dem Cutscene-Gespräch. Benutzt das dieselbe Munition wie die andere? Ja. Wieso wird denn die Munition... Jetzt wird sie wieder angezeigt. Oder wurde es gerade angezeigt? Ich habe es noch nicht gesehen, weil es da hinten so, der Hintergrund so schwarz ist. Haben wir woanders noch hier schon Auswahl für Waffen? Nee. Okay. Ich denke, dann nehmen wir die abgesägte Schrotflinte. Moment, nein. Hier stehen die Waffen. Wir gucken mal. Abgesägte Schrotflinte. Nimmt halt ein bisschen Reichweite, aber gibt dafür mehr Leistung. Und wer will mit einer Schrotflinte auf eine Reichweite schießen? Von daher. Das war schon gut so. Ich nehme die abgesägte. M, General Store. Hey, mister. Hey, Part. You seen a couple deputies nearby? Marshall's boys, Jonah and Eli. Are they Jews, mister? They sound like Jews. I don't know. Why? Why? This whole thing is nothing but a Jewish plot. You do know that, don't you? I find that highly unlikely, amigo. Well, I don't like Jews. Or colored folk. Or natives, now that you mention it. Well, you're a nice, kind-hearted man to meet in a time of trouble. Kind does not come into it. Why? What are you talking about? Why? I bet you like Catholics. I can't stand them neither. Nor women. Fabians, socialists, homosexuals, Asians, or British. Between them, they've ruined this country. Ruined it. It was a good country once.
Now people are eating each other, and it's all the fault of the Jewish, British, Catholic, homosexual elite and their ideas. Well, I, for one, won't stand for it. Have you ever met a Jewish person? Thankfully not. Or a British, Catholic, homosexual? Not in my store. Oh, I get it. I see you acting clever. Well, let me tell you this. The Jews killed Lincoln. That's why there is a triangle on the money. And they run Europe like one of them Arabian harems. Now they've sent this here plague to kill all us decent folk. Yep. You, sir, are truly a remarkable fella. Thank you kindly. I must say, it's a rare pleasure to meet someone with such a grasp on human history. You take care of yourself. I'd hate to see you get savaged by someone and watch the life force drain from your hate-filled body. Hey, hold on there. Why don't you join me in my fight, sir? It's not too late. I fear it is for me. Then I will fight them alone. All of them. America is the land of the free. And that means free to people like me, Herbert Moon. Absolutely. No! Ah! You can't eat me! I'm Herbert Moon! Da freut sich der John Marston sogar ein bisschen. Helfen tut er da auf jeden Fall nicht. Was ein sympathischer Mensch dieser Herbert Moon doch war. Dann gucken wir gleich mal, was diese abgesägte Schrotflinte so bringt. Oh, Herbert Moon haben wir jetzt direkt zwei Kugeln reingehauen. Wird wohl nicht schaden. So, jetzt müssen wir noch weitere Informationen finden. Wir waren hier beim Ladenbesitzer halt einfach, weil der General Store-Besitzer in einer kleinen Stadt, der wird doch die meisten Leute kennen. Also ich nehme an, dass wir darum zu ihm hin sollten. Die Rockstar-Leute fanden wahrscheinlich einfach diesen Charakter lustig. Und wollten ihn nun zeigen. Aber das wird wohl der Beweggrund für John Marston gewesen sein. Und wir suchen dann jetzt hier mal nach... Naja, nach den beiden. Jonah und Eli. In der Scheune vielleicht. Hallo? I had a dream about the dead coming back. I'm a clairvoyant. Ich höre irgendwo was. Okay, sie hat einen Traum gehabt, wo alle schon wieder kamen. Da kamen alle Toten schon wieder. Kann ich sie nicht hier... Ist das nicht möglich über so eine verschiedene Höhen? Die will ich mir mitnehmen. Die ist noch nicht verrottet. John Marston... Solange deine Frau verrottet ist, ja, ist das in Ordnung. Das ist dann nur ein Ausgleich. Sorry about this. So. Das war lustig. Wow. Jetzt schießt sie auch noch rum. Dann müssen wir sie verschnüren. Ja, die Möglichkeit, dass sie es mag... Besteht ja immer noch. Und jetzt zünden wir sie an. Auch das könnte sie mögen. Gut, das funktioniert nicht. Was sind das für Geräusche? Nehmen wir einen Kriegsbeil. Ain't no such thing as ownership anymore, miss. Und da haben wir unser Kriegsbeil wieder. Oh, da hinten wird uns auf der Karte schon angezeigt. Hier auf der Weide sind sie. Ich hätte das jetzt nicht gesehen, aber... Na doch, jetzt sehe ich's. Da sind die beiden vermissten Deputies. Innige Liebe, quasi. Marshall sent me and need some help. Guess you got other plans. Seriously, enjoy your meal, no problem. Easy now, gentlemen. Remember all the fun times we had? Man hat mit den Kriegsbeilen natürlich nur jeweils eine Munition, halt einen Schuss, quasi einen Wurf, weshalb wir in der Dead Eye natürlich nur eins werfen können, aber es sah doch schon beeindruckend genug aus. Leider können wir hier nicht beide Kriegsbeile mitnehmen, glaube ich.
Ne, die kriegen wir nicht mehr raus, weil pro Leiche einfach nur einer geplündert wird. Aber hey, da müssen wir das dem Deputy jetzt mal berichten. Und ich finde dieses Kriegsbeil eigentlich ziemlich geil. Also sieht zumindest ziemlich cool aus. Praktisch ist es auf keinen Fall. Naja, gehen wir Bescheid sagen beim Marshall. Da braucht er Hilfe. Ich hab seinen Kopf getroffen. Ich habe ihr geholfen. Und jetzt noch eine hinterher. Das war er. Er hat sie übergeritten. Ich war das nicht. Ich mag diese Waffe einfach so gern. Tut mir leid. Aus anderen Gründen werfe ich diese armen Menschen nicht mit den Äxten ab. Hallo, John. Hallo, Marshall. So, you find the boys? I found them. I understand. I hope it was fast for them. It was fast. And they died with their bellies full. Well, one of them did. Good. That there's Jonah's gun. Here, you keep it. After all, you earned it. Thank you. Take care of yourself, John. You too, Marshal. Das war's dann auch erstmal, glaube ich, mit dem Marshal wieder. Wir haben die Quest abgeschlossen, Dinner for Two. Wer schießt auf uns? Warum hat er auf mich geschossen? Ist es etwa so, dass es, obwohl es kein Wanted mehr gibt, die Leute hier sich verpflichtet fühlen, zu helfen? Das geht ja gar nicht. Loyalität. Da muss ich mir ja direkt was gegen tun. So, entloyalisiert. Holen wir unser Pferd. Oder? Ne, ich behalte meinen Kriegsbeil erstmal. Pferd? Achso, was machen wir jetzt als nächstes überhaupt? Die Nebenmission hier haben wir abgeschlossen. Könnten wir uns eigentlich zum nächsten Friedhof aufmachen? Und dann den hier. Dann gucken wir, was Seth dann zu sagen hat. Und dann machen wir die nächste. Das waren ja diese beiden Missionen. Das müsste ja bei Wes Dickens sein, das hier. Ja, ist auch Fort Mercer. Das kommt schon hin. So werde ich das da wohl handhaben. Das wird sicher ganz gut funktionieren. Also machen wir uns erstmal aus dieser Stadt aus. John hält die Axt sehr cool. Hä? Wieso kam der in Angriff? Den wollte ich eigentlich anvisieren. Warum hat ein John das Bedürfnis gehabt, so weit weg zu zielen? Mit einer Axt, mit einer Wurfaxt. Ich will den plündern. Mann. Naja, Survival of the Fittest. Das Überleben des Angepassteren. Warum kann ich den nicht plündern? Das ist manchmal ein bisschen komisch. Auf der Karte wird es mir nämlich angezeigt, dass es geht. Ich meine auch gerade eben ein Y irgendwo gesehen zu haben. Können wir ihn hier irgendwie zurechtschieben? Naja, für eine Wurfaxt will ich jetzt auch nicht so ewig rum. Was auch immer. Wir können ja mal, bis unser Pferd da ist, uns das nochmal probieren. Aber da ist es auch schon. Das ist ein gutes Pferd. Machen wir uns weiterhin raus aus der Stadt. Die sind ja alle nicht so nett zu uns. Und ich sehe gerade, der Part ist auch schon wieder zu lang. Oder nicht zu lang, aber er ist zu Ende auf jeden Fall. Dann bleiben wir auch mal stehen, um in Ruhe Tschüss zu sagen. Das war's für heute mit Let's Play Red Dead Redemption Undead Nightmare mit mir, eurem Vogel. Tschüss.